Aber wie hieß das? Verdammt. Runtergefallen. Wie hieß das? Irgendwie, da fahren Leute über den Fußweg in Russland und kriegen dann irgendwie Ärger. Und da kriegt, was heißt Ärger? Da kleben Leute, irgendwelche Aktivisten kleben da Aufkleber auf die Windschutzscheiben der Autofahrer. Okay. Sowas gucke ich mir immer mal gerne an, obwohl ich weiß, dass es unterste Schublade ist. Hat man ja auch letztes Mal schon das Thema. Jeder hat so seine Guilty Pleasures, auch auf YouTube. Auch in Sachen Filme. Und eben auch auf YouTube. Dann, was gucke ich noch? Ich habe eine ganze Zeit lang Trouble in Terrorist Town geguckt bei Gronkh. Mit Turbinator, Currywurst und Pandoria. Ja, das hat sich dann irgendwann auch ausgesehen, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen, guck's aber zurzeit nicht mehr. Genauso wie Life in the Woods, da habe ich auch die ersten paar Folgen verfolgt und dann nicht mehr so. Und genauso auch wie Dead by Daylight, da habe ich auch die ersten paar Folgen geguckt. Und dann nicht mehr. Das ist. Ja. So ist der Lauf der Dinge. So ist es nun mal. So ist es im Leben. Um wieder einer meiner vielen Plattitüden zu benutzen. Ja. Was schaue ich auch zurzeit gerne? JP Performance schaue ich sehr gerne. Also hier Jean-Pierre Krämer. So sein Kram, was er alles zu Autos macht. Schaue ich mir sehr gerne an. Was schaue ich zurzeit auch sehr gerne? Ist immer ganz interessant, vielleicht. Man könnte ja mal eine Aufnahmesession machen, wo man über meine Abos redet. Über was ich abonniert habe. Könnte ich auch mal machen. Ist eine gute Idee. Bei mir gibt es nichts Neues. Business as usual, sag ich mal. Arbeit läuft. Arbeit nervt manchmal. Arbeit ist schön manchmal. Und ja. So ist es nun mal, um das schon wieder zu sagen. Und das wird ein schönes Ding. YouTube-Kanal. Ein Wachstum ist nicht zu erkennen. Und ja, man muss sagen, ich habe in meiner einjährigen Pause, es war in der locker ein Jahr Pause, locker. Es war ja wirklich locker ein Jahr Pause auf dem Kanal. Und während diesem Jahr kamen 50 neue Abos. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Bloß wahrscheinlich bin ich nicht sympathisch genug oder bin irgendwie zu unprofessionell oder zu edgy für die Leute. Halt einfach nicht Mainstream. Ach ja, toll, herrlich. Mu. Komplett runtergedrängelt. Mu. Mu, mu, mu. Die Ritter vom Nie. 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 Oh, da ist ja was. Ein Ei. So müssen wir erstmal wieder gucken, wo der ganze Kram ist. Stocks. Stöcke. Stocks. Ja. Werkzeug. Wir machen unseren Kram weiter, wie gehabt. So richtig hat mir auch noch nie einer Facebook drunter geschrieben, Feedback drunter geschrieben, wie ich was besser machen könnte. Das würde mir ja ungemein helfen. Da wäre ich dankbar dafür an dieser Stelle, muss ich das mal sagen. Prost.
Das ist es eben. Und da finde ich die Pizmeet-Jungs ein bisschen lockerer. Ich trinke eben auch mal was zwischendurch. Oder man hört mal manchmal irgendwelche Atemgeräusche von mir. Alles locker, alles easy. Wir sind alles Menschen. Und das finde ich zwar höchst löblich von Personen wie Gronkh, die dann richtig drauf achten, ja, ich versuche nicht zu trinken und trinke und mache das möglichst unbemerkt, dass niemand das hört und keine Atemgeräusche am besten und keine, wenn man mal niesen muss, keine Niesgeräusche. Da muss ich sagen, da finde ich Pizmeet um einiges sympathischer manchmal. Was heißt sympathischer? Gronkh ist sympathisch bis zum geht nicht mehr. Da finde ich einiges ganz schön cool. Und ja, die Sache ist die. Die sind da echt ein bisschen lockerer und wenn sie halt mal rülpsen, dann rülpsen sie. Es ist halt so. Oder wenn sie halt mal einfach mal, wenn du mittendrin siehst, dass die, dass Peter Schmitz, ihr wisst schon, Pete von Pete Smith, zwischendurch einfach mal dick an der Cola, aus der Cola trinkt, dann ist das halt so. Ich meine, Gregor Onk ist da auch schon umgänglicher geworden in der Hinsicht. Zurzeit verfolge ich auch sehr gerne Bone Clanks. Der macht Reaction-Videos. Das ist ein Amerikaner, der macht Reaction-Videos zu Drachenlord-Videos. Sehr unterhaltsam, der Typ. Und ist sehr interessant, sag ich mal, Nicht-Deutscher an solche Sachen rangeht und wie es bei ihm ankommt, wie er das wahrnimmt, ist schon sehr lustig. Was schaue ich zurzeit auch viel? Road Rage Sachen leider. So erwischt man sich auch immer mal wieder. Biker versus Angry Autofahrer und so ein Kram. Angry People versus Skaters ist auch immer ganz lustig. Ja, was ich lange nicht gesehen habe mehr, ist Aaron Cairo hier, Skate Everything und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber uneingeschränkte Empfehlung für Leute, die ein bisschen an Skateboarden interessiert sind, auch so die Jungs, die benutzen verschiedenste Sachen, bohren da Löcher durch und versuchen das zu skaten, machen Achsen dran und so weiter. Und das machen sie. Ist ganz lustig und ist so ein typisches Ding, was wahrscheinlich durch die YouTube-Umstellung, durch meine, das fällt mir gerade jetzt auf, durch das Suchraster gefallen ist quasi, was mir nicht mehr angezeigt wird. Mir wird wahrscheinlich eine Menge von meinen Abos nicht mehr angezeigt und ich merk's gar nicht. Das ist echt ärgerlich. Frechheit. Ja, und deswegen wird das wahrscheinlich auch vielen mit meinen sehr äußerst schwach bis gar nicht frequentierten Videos zu sein. Sind wir realistisch. Auf YouTube bin ich einfach kein Hecht. Punkt. Fertig ist. Ich meine, ich mache jetzt auch voll Sachen, die 2012 sind. Minecraft Let's Play. Ist interessant. Mein Ziel für dieses Jahr. Ich darf es nicht zu laut sagen. Also ich müsste ja... eine Menge... schaffen.
Allein schon an Videos. An Videos müssten es ja 365 Videos werden. Jetzt mal rein theoretisch müssten es so viele werden. Ich habe seit 1.1. durchgezogen. Mit Videos. Jeden Tag eins. Und wenn ich ja jetzt rein theoretisch das ganze Jahr Videos mache, wenn ich so viel mache, dann reißt mir alles ein. Kleiner Badesalz-Gag nebenbei. Kleine Badesalz-Hommage. Ja, wenn ich die 365 Videos mache, müsste ich ja fast meine Videos verdoppelt haben in dem Jahr. Ich habe ja am Anfang nur am Wochenende gemacht. Und dann zwischendurch mal lange Pause. Dann habe ich wieder gemacht kurz. Dann habe ich wieder Pause gemacht. Bin da sehr unstet, muss ich zugeben. Das ist wahrscheinlich das Problem. Eines der großen Probleme, dass ich sehr unstet bin. Und das will ich ja gerade verbessern. Und ein Ziel ist es ja. Ist es, das Jahr voll zu machen. Das würde mir sehr gefallen. Ja. Und dann am 31.12. zurückzugucken, wow, du hast jetzt ein ganzes Jahr YouTube gemacht. Durchgängig. Habe ich glaube ich noch nie. Auch auf dem alten Kanal nicht. Und da müsste man dann mal. Und das Witzige wird sein, hey Keule, du hast ein ganzes Jahr jetzt YouTube gemacht. 365 Tage. Und das sind jetzt deine Views und das sind jetzt deine Abonnenten. Und das sind jetzt. Das ist der Prozent der Steigerung, den du jetzt hattest. Wachstum, ja. Wachstum ist ja das, wonach wir alle streben. In allen Dingen. Sei es auf der Arbeit, sei es im Allgemeinen. Und das wird eine deprimierende Angelegenheit. Da bin ich mir bewusst drüber. Aber never give up. Ich meine, es gibt Sachen, die folgen nur aus viel Arbeit, resultieren nur aus viel Arbeit. Und die muss ich mir jetzt einfach langsam mal machen. Hab's wahrscheinlich auch zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ihr seht, ich versuche ja auch so ein bisschen rauszufinden, warum mir auch keiner zuguckt. Wahrscheinlich benutze ich, weil ich immer dasselbe Thumbnail benutze und keine Titten im Thumbnail sind und keine roten Pfeile und so ein Kram. Und wahrscheinlich habe ich auch die Tags falsch. Ich bin eben auch nur einfach nur ein Typ, der zocken will. Und so allzu lange will ich mich da auch nicht befassen mit dem Kram. Ich will einfach nur schön ein paar Stündchen mit euch spielen. Und das muss man da sehen, finde ich. Twitch ist für mich auch. Ich habe einen Twitch-Stream auch aufgebaut. Twitch ist für mich aber keine dauerhafte Alternative. Es ist für mich keine Alternative. Zumal die Qualität bei Twitch auch einfach unter aller Kanone ist. Soll bedeuten, ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es irgendwie am Internet, aber das glaube ich nicht mal, dass es am Internet liegen könnte. Eigentlich habe ich eine gute, ich hab ne gute Leitung, bin auch gut angebunden und so. Aber irgendwie, ja.